Servus und willkommen auf der No Man's Land. Mir ist ein kleines, sagen wir mal, Malheur passiert. Ich habe das Video aufgenommen in der Meinung, dass das Nvidia Shadowplay auch den Ton aufnimmt. War leider nicht so. Der Ton war leider aus. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Und natürlich werde ich auch das Ganze kommentieren. Also, was habe ich gemacht bis jetzt? Ich habe einmal das Feld 45 so halbwegs abgeerntet, bis auf einen kleinen Fleck. Den werde ich dann am nächsten Tag machen. Gut, wie gesagt, abgeerntet in Anführungszeichen gemäht und gleich gepresst. Und momentan bin ich auch mit den Wickeln fertig. Natürlich geht's ab zum Hof und den Ladewagen für die Ballen holen und auch gleich verkaufen. Mein Ziel ist klar, ich will einen Mähdrescher. Am Thumbnail habt ihr sicher schon gesehen, welchen Mähdrescher ich kaufen werde. Beziehungsweise alle, die was vorher die ganzen Videos schon angeschaut haben, wissen, auf welchen Mähdrescher ich so spitze. So, wie gesagt, das Pressen ist fertig, das Wickeln ist fertig und jetzt wird nur mehr das Ganze weggebracht. Ich lasse das Ganze mal mit erhöhter Geschwindigkeit laufen und wir hören uns dann gleich wieder. So, und wie ich zu meinem Hof gekommen bin, habe ich gesehen, das eine Feld, was ich schon angebaut habe, ist eine Wachstumsstufe gegangen und da bin ich hergegangen und habe es gleich gedüngt. Natürlich habe ich mich auch vertan mit der Breite. Ich habe geglaubt am Anfang 18 Meter, aber dabei waren es nur 15 Meter Arbeitsbreite vom Düngerstreuer. Aber ja, natürlich habe ich das geändert und ja, ein bisschen viel oder sagen wir so, ein wenig zu viel Dünger verbraucht. Danach ist es natürlich wieder weitergegangen mit dem Abführen bzw. Umhängen auf den Ballenladewagen. So, jetzt komme ich mal zum ersten Verkaufen und ich kann es euch gleich sagen, der Gewinn, den ich habe, der ist gleich geblieben. Nämlich 20.466, glaube ich, war das. Oder 446, ich weiß sowas was. Das heißt, ja, ich habe andauernd oder sagen wir so, der Preis für Silage bleibt gleich, oder zumindest für die Ballen. Gut, Ballen und andere Silage ist eh gleich. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, das heißt, ich mache hier auf jeden Fall einen Cut, weil es ist jetzt nur mehr das Hin- und Herfahren und das will ich euch ersparen. So, die letzten 5 Ballen werden hier mal verkauft und ich kann nur sagen, es hat schon einige Zeit gedauert. Nur zur Info, das was ihr im Hintergrund bei mir hört, das Knistern, das ist der Ofen, der sich beim Heizen ausdehnt. Nur, dass ihr wisst und Bescheid wisst, wieso, weshalb, warum, dass ihr das im Hintergrund hört. Weil das Mikrofon, das ich habe, das ist wirklich so gut, das nimmt die kleinste, wie soll ich sagen, den kleinsten Laut mit auf. Jetzt geht es mal wieder Richtung Hof und ich spule das Ganze nach vorne.
Also die Geräusche am Abend von der Map, die hören sich wirklich super an, muss ich wirklich sagen. So, und gleich sehen wir, ja, das, was ich dir gekauft habe, die Fußmatte, das ist wirklich super, kostet 400 € und ja, man braucht kein großes Gebäude dafür. Aber das besorge ich mir dann trotzdem noch. Ein richtiges, schönes Hofgebäude. Gut, das Datum der Aufnahme ist am Mittwoch und morgen ist der 12.11. und da kommt das neue Alpine DLC raus. Das heißt, die nächste Woche oder in der nächsten Woche werde ich das Alpine DLC mit auf meine Map nehmen. Und was wir gerade auch gesehen haben, das Gras ist ein wenig gewachsen. Aber das macht nichts, dass es noch nicht reif ist. Weil dann kann ich die andere Fläche gleich abmähen auch, damit ich was zu tun habe. Und beim Glas habe ich den 2,18er genommen mit den größeren bzw. mit der größeren Bereifung und mit allen drum und dran. Auch natürlich die stärkste Version. Ich kann es mir leisten oder ich brauche den für länger, das heißt, ich brauche auch ein größeres Schneidwerk, vor allem wenn ich es länger machen will, bzw. vor allem wenn ich ihn länger haben will. Ich habe mir auch gedacht, das Gerenhof zu kaufen, nur ist ein bisschen blöd. Ja, Schneidwerk habe ich das 6 Meter gekauft. Und ja, Geringhof. Ja. Kostet 38.000 und das Problem ist, ich habe mir dann auch noch ein Messschneidwerk gekauft und ohne. Wie soll ich sagen, ohne Wagen wird das Ganze ein bisschen schwer. Vor allem, ich will nicht das oder so mal so, ich will nicht 100 Mal oder extrem lange hin und her fahren. Hier habe ich gerade den Schnellwegswagenreiter gesucht. Ich habe den wirklich nicht gesehen, tut mir leid, Jungs. Gut, Schneidungswagen, auch die größere Version mit Doppelachsen, also als Tandem. Auch mit der neueren Beleuchtung. Und ich glaube, das war's dann im Großen und Ganzen. Ja, auch mit dem 6 Meter. So, der ganze Wagen ist für das 6 Meter Schneidwerk ausgerichtet. Ja, ausgerichtet. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Am Anfang wollte ich ja das zweite, das, wie heißt's, das Ziegler kaufen. Aber dann habe ich Gott sei Dank noch nach hinten geschaut und das Glasschneidwerk, es ist etwas breiter und es passt zu Glas besser dazu als das Ziegler. Das muss man sich ehrlich eingestehen. So, das war's dann auch schon für die Niemandsland. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch mit den ganzen Problemen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und liken und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.